Hey Leute und willkommen zu der dritten Folge der PES 19 Stürmerkarriere mit Robert Lewandowski bei Bayern und jetzt aber auch bei Polen in der Nationalmannschaft. Das ist auf jeden Fall mega geil. Die letzte Folge rechts um am i verlinkt, unbedingt da vorbeischauen. Da haben wir nämlich 4 Spiele gemacht. Absolut krass. Heute machen wir 3. Warum, wieso, weshalb? Das liegt einfach daran, dass ich die Länderspiele, jetzt Polen, Frankreich, einfach mit reinnehme. Also die anderen Spiele zählen für mich als richtige Spiele. Hier Europa League haben wir nämlich heute und gegen Hoffenheim in der Liga. Zu Hause dann das erste Heimspiel. Und das Länderspiel nehmen wir einfach so mit rein. Das werde ich in Ultra-Mega-Kurzfassung schneiden, damit wir in der Liga allgemein vorankommen, weil wir die Saison natürlich beenden wollen, bis PES 20 rauskommt, und da haben wir noch ein paar Spiele vor uns, und je nachdem, wie weit wir dann in dem Europa- oder DFB-Pokal kommen, werden es noch ein paar mehr werden. Ja, ich kann immer noch unendlich scrollen und noch weiterreden. Hey! Ach man, auf jeden Fall, wie gesagt, wollen wir das hier natürlich alles dann beenden und deswegen machen wir die Nationalspiele einfach nochmal extra mit rein. Deswegen würde ich jetzt sagen, starten wir auch direkt mit dem Spiel. Let's go! Tor für Frankreich. Ah, ich renne gerade wie blöd übers Feld, weil ich richtig, richtig Gas geben will. Also was heißt wie blöd? Ich bin eigentlich ganz gut dabei und fange den einen oder anderen Ball ab und mache gute Ansätze nach vorne. Aber ja, es hat leider nicht fürs Tor gereicht und Frankreich kommt. Erste Chance drin. Nice. Jawohl, Tor aufgelegt, zweite Vorlage für die Nationalmannschaft, Tor selber habe ich noch nicht gemacht, aber das ist in erster Linie jetzt mal egal. Halbzeit! Frankreich geht wieder in Führung, weil ich den Torwart rausgeholt habe, aber ich dachte, das wäre gut. Lacazette, 2:1. Was ist hier denn los? 2:2 in der dritten, vierten, fünften Minute der Nachspielzeit. Mein erstes Tor für die Nationalmannschaft. Irgendwie, war glaube ich noch abgefälscht. Leute, das ist ja nicht wahr. Irgendwas war auf jeden Fall, ich glaube, war abgefälscht. Ich habe mich eigentlich schon mit dem Sieg abgefunden für Frankreich. Also mit der Niederlage für uns. Und dann, ja, abgefälscht. Von dem Verteidiger seiner Brust. Ins Tor. Das war's. 2:2. Unentschieden. 90 plus 3. Es gab, glaube ich, 2 Minuten Nachspielzeit eigentlich bloß. Es werden wieder einige sagen, dass das wieder gecheatet war. Ach, Mann. Aber wir waren auch nicht viel schlechter, wie man hier sieht. Also es ist schon, eigentlich geht's in Ordnung. Mega, mega geil, auch mein erstes Tor für die Nationalmannschaft zu machen. Jetzt geht's in die Euroleague und jetzt werden sich wieder einige fragen, warum spielst du denn Euroleague mit Bayern und nicht Champions League? Ja, das war mein Fehler. Damals, als ich die Lizenzen reingemoddet habe, also die ganzen Ligen und Logos und Trikots und bla bla bla, einfach mal rechts oben beim i auch dieses Video verlinkt, wenn ich dran denke, für die Leute, die das noch nicht gemacht haben, da ist mir scheinbar ein Fehler unterlaufen und ich bin auch in der Trainerkarriere in der Euroleague gelandet mit Bayern. Da ist alles ein bisschen durcheinander gerutscht. Wenn wir in der Trainerkarriere die Euroleague gewinnen, dann sind wir natürlich wieder in der Champions League drin. Hatte ich vor, aber ich werde wahrscheinlich nicht so viel spielen, dass ich 2 Saison hintereinander spiele. Saison. Ja, egal. Auf jeden Fall spielen wir gegen Sion. Und ich habe sogar so einen leichten Balken nach oben. Also, das kann ja nur gut werden. Let's go! Jawohl, was da los? 1:0 für die Bayern. Für Robert Lewandowski, beziehungsweise von Robert Lewandowski. Alter, geile Scheiße. Das war richtig, richtig gut. Ich habe da so ein geiles Zusammenspiel mit Renato Sanchez, ist das, glaube ich, gemacht. Neuer Mann bei uns, oder ist das, ja doch, müsste er sein. Und dann ihn auch noch Finesse reingelegt. Und das in so einer frühen Phase des Spiels. Dritte Spielminute. 1:0.
Oh, Lattenkreuz von meinem Kumpel Renato, dem ich hier direkt das 1-0 göttlich eingeleitet habe. Doppelpässe ohne Ende hin und her. Und auch noch schicke Lupferpässe, Dingens da, diese gelupften Steilpässe, das ist alles ganz krass gewesen. Alter, ne, 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 nein! Das Ding ist halt, das war die Chance. Er hätte die ganze Zeit passen können und dann hätte ich mich auch um den, der quasi neben mir ist, irgendwie rumschlingeln können. Und dann hat er jetzt gepasst, relativ spät. Ich muss stehen bleiben, mein Gegner bleibt stehen. Ich habe einfach geschossen, Torwart hält. Der Ball kommt wieder zu mir irgendwie. Ich habe einfach nur noch auf Kreis gedrückt, habe dann nochmal den Torwart sein Bein oder seinen Fuß angeschossen und dann rollt der Ball weg. Was ein Scheiß. Digga, pfeift doch was, oder? Okay, es war jetzt nicht elfmeterreif, aber Alter, das war. Alter, nee. Nee. Weißt du, gerade sage ich's. Und dann kommt sowas. Also, das war schon verrückt. Und jetzt die große Möglichkeit. Wir lupfen ihn über den Torhüter drüber. Eisekalt zum 2:0. Robert Lewandowski. Yes. Ich wollte gerade schon sagen, lang ist nichts mehr passiert. Jetzt ein bisschen die Unstimmigkeiten bei Sion und Lewandowski. Also wir holen uns den Ball von den Verteidigern, können ihn wieder abfangen. Das finde ich immer recht cool, weil man dann auch überraschend dann durch ist. Und dann haben wir es eisekalt gemacht. Das muss man auch erstmal sagen. Das ist nicht einfach gewesen. Torwart überlupft und damit zum 2:0. 3:0. 3:0 und unser erster Hattrick für die Bayern. Yes. So finde ich das super. Goretzka hat gewartet, hat uns gesehen. Ich habe den ersten, den zweiten umlaufen und dann mit Finesse den Ball reingedreht. Ganz locker, ganz easy, ohne viel Wucht. Einfach reingeschoben. 3:0. Ich glaube, die Partie ist schon fast durch. Also von Sion kam echt wenig. Die 3 Punkte. Unser erstes Spiel in der Gruppenphase. Die sollen uns, denke ich, gegönnt sein. Zur Halbzeit. 13:0, dreimal Lewandowski. Cool. Alter! Junge! Ich wollte gerade flanken und ich krieg erstmal richtig eine mitgedonnert. What the fuck? Alter, das war schon mies. So, das war's. 3:0 ist es geblieben. Schade, dass es noch nicht mehr gefallen ist, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Ein Hattrick kann man auf jeden Fall gar nicht meckern. Und na, der Man of the Match ist auch hier am Start. Hätte ich jetzt aber auch nicht anders erwartet. Also läuft. Ersten 3 Punkte. Sauber. Das letzte Spiel der heutigen Folge gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir haben sogar einen Stoß. Also komm, Sanchez, wo bist du? Da ist er. Und jetzt wieder runter zu ihm. Und er wieder zu mir. Nee, er spielt zurück. Oh, das war jetzt schon vorbei. Nee, ist es nicht. 1:0 für die Bayern. Ole. Unser erstes Heimspiel ist das, glaube ich, übrigens. Glaube ich schon. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist unser erstes Heimspiel. Diesmal Alaba mit der Vorlage und nicht so ein krasses Zusammenspiel wie in dem letzten. Aber ja, an sich war es gut gemacht. Habe ich hier nochmal reingedreht, in die Ecke geschlenzt. Der Goalgetter, Robert Lewandowski, der Stürmer, schlägt zu. So will ich das sehen. Jetzt sind wir in Form. Nicht mehr so wie in der Anfangsphase, wo wir einen Treffer aus 3 Spielen gemacht haben. Nein, jetzt haben wir 4 Treffern in 2 Spielen, bisher zumindest schon mal. Ja, ist interessant. Und in der Nationalmannschaft habe ich auch getroffen. Also in der heutigen Folge 3 Spiele, 5 Treffer. Oh, fast das gleiche wie beim 1:0, nur dass Baumann diesmal zur Stelle war.
Boah, so ein Ding, das will ich öfter sehen. 2:0, Lewandowski. Was war das denn? Der Pass allein schon von mir war ja nicht schlecht. Ribéry war relativ auf sich alleine gestellt. Ich kam dann zwar an, ich dachte aber nicht, dass er mir tatsächlich passt. Hat er gemacht. Direktabnahme, volle Kanne rein. 2:0, 18 Minuten gespielt. Und den Ball noch an die Latte geköpft, den Eckball. Aber der ist drin. Hattrick gegen Hoffenheim nach nicht mal 20 Minuten oder sind es 20, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verdammt, verdammt schnell. Lol, warum läuft es jetzt plötzlich viel besser als in der Vorbereitungsphase? Ist das nur, weil wir gerade so einen krassen Schub haben? Oder muss ich den Schwierigkeitsgrad höher stellen? Das ist interessant zu wissen, aber in der Vorbereitungsphase lief es ja nicht so gut. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob ich den schon höher stellen soll und dann läuft es wieder scheiße. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Mit dem Schwierigkeitsgrad, das ist mein Freund. 22. Spielminute übrigens. Schwierigkeitsgrad ist immer mein Freund, weil da ich kenne mich nie aus, ob ich den so lassen soll oder nicht oder keine Ahnung. Und jetzt die Vorlage für Renato Sancho. Der ist drinnen. 4:0 Hoffenheim. Doch kein Problem. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Renato Augusto. Alter, alle werden mich wahrscheinlich schon in den Kommentaren gehatet oder nicht gehatet, aber verbessert haben. Ups. Renato Augusto, nicht Sancho oder Sanchez. Sanchez ist ja der... der andere Bayern-Spieler, der Junge, der ja schon lang da ist. Stimmt, ich verwechsel das jetzt voll, weil er auch Renato halt heißt. Renato Augusto, ja, der Typ ist krass, ich mag den. Und Ribéry! Vielleicht können wir den mal abluchsen, schade. Oh! Gekämpft! Wow, was hat er denn vor? Krasser Typ. Gelbe Karte geht's noch für das Foul vorhin an mich. Ja, ist aber auch so, er ist voll reingegangen. I don't care. Und mein Balken ist übrigens ganz weg, jetzt sehe ich schon. Ich hoffe, dass der Trainer mich rausnimmt, weil steht eh schon 4:0. Das Ding ist, denke ich, gegessen und ich wäre gern lieber zu den nächsten Spielen fit. Brauche ich das jetzt nicht unbedingt zu Ende spielen. Da ist die Spielunterbrechung, nämlich das Tor. 4:1, Kramaric mit dem Anschluss. Naja, Anschluss ist noch nicht ganz, aber zumindest schon mal ein Ehrentreffer. Ich denke nicht, dass es noch gefährlich werden kann. Renato Augusto wird runtergenommen, Müller kommt. Wir bleiben noch auf dem Spielfeld. Ich kann mich hier leider nicht auswechseln lassen. Ich muss darauf hoffen, dass der Trainer das macht und ich hoffe echt immer noch drauf. Thiago geht, Kimmich kommt. Ich bleibe noch auf dem Feld. Mann, ist das scheiße, ey. Ich kann halt auch gar nichts mehr so machen, so ich strahle ja null Torgefahr aus. Gott, war das gerade eng. Das war ein bisschen gefährlich. Gibt eine gelbe Karte für uns. Ich habe zweimal eingegriffen, zweimal böse eingegriffen. Aber... ja, ich dachte, ich muss jetzt auch mal hier ein Zeichen setzen. Hierfür gibt es die gelbe Karte fürs zweite Eingreifen. Und ich bleibe immer noch auf dem Spielfeld. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ich da jetzt mal eine Vorlage gegeben hätte. Naja, wir haben durchgespielt, das ist krass. 4:1, wir sind auch immer nur in der ersten Halbzeit gut. Ich rieche trotzdem den Man of the Match kommen. Kann man nichts machen, also ich kann mich halt nicht auswechseln lassen, das ist Zufall. Keine Ahnung, wie das gemacht wird. Naja, nichtsdestotrotz haben wir in der heutigen Folge gut performt. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.